den Katzen geht's gut. Der Link musste nicht mal operiert werden, bei dem hat sich alles sehr gut erholt. Und die Zelda ist jetzt wieder fit eigentlich. Den geht's beiden gut. Also die Zelda ist natürlich schon noch ein bisschen angeschlagen, aber mit Schmerzmittel und Antibiotika geht das schon jetzt. Genau. Den geht's alles gut. High Fallout VR wäre mal schön. Gibt's doch eh, oder? Oder meinst du jetzt bei mir? Mir wird leider ständig schlecht. Ramsi, nochmals Dankeschön. Yay! Bam! Da fliegen die Grabsteine. Mir wird leider viel zu schlecht bei VR. Ich habe Skyrim VR gespielt und Resident Evil habe ich in VR gespielt, den 7. Teil. Und ganz viele andere Sachen habe ich in VR gespielt und finde das total cool und faszinierend. Nur leider kann ich halt maximal immer eine halbe Stunde am Stück spielen, weil sonst wird mir speiübel. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Also, wenn ich es übertreibe, und das kann manchmal wirklich nur eine einzige Aktion sein im Spiel. Eine Sache, die ich mache, und dann ist mir den ganzen Tag wirklich richtig, richtig schlecht, dass ich am liebsten einfach aufs Klo gehen würde, um mich zu übergeben. Das hatte ich leider schon mehrmals und das macht einem dann so ein bisschen den Spaß an VR kaputt, wenn man so Erlebnisse ein paar Mal hatte. Das ist wirklich doof. Dieses Star Wars Ding, dieses Battlefront Ding, das EA da gemacht hat, ist echt total cool gewesen. Dieses Star Wars VR-Ding hat mich total fasziniert, war richtig, richtig cool. Aber ich habe dann blöderweise, da war mir eh schon ein bisschen übel, aber ich habe mir gedacht, ein bisschen geht schon noch, habe ich eine Rolle gemacht, eine Barrel Roll. Und dann war es vorbei. Dann war es einfach vorbei und dann war mir wirklich den ganzen Tag schlecht. Witzigerweise waren meine Schwester und ein Freund waren auch noch da, die haben das dann auch noch getestet, denen ging es genauso. Den war dann auch. Dann saßen wir alle drei da. Wir waren alle drei total bleich im Gesicht und haben gesagt, warum haben wir das gemacht? Why? Und deswegen ist VR so ein bisschen, ist die Luft so ein bisschen raus bei mir leider. Obwohl ich es super faszinierend und super cool finde, aber nicht zu diesem Preis. Das ist es leider nicht wert. Hä? Ah ja, warte. Nee, doch, jetzt. Okay. Hey, warte mal, hier ist auch noch eine falsche alte Wand drin. Ach ja, weil die ist ja so schön eigentlich von alleine eingerastet. Trotzdem muss die weg. Falsche Mauern gehen gar nicht. Mich würde interessieren, was jemand wie Kojima mit der Fallout-Lizenz machen würde. Ha, ja, das wäre interessant. Auf jeden Fall. Hi, Latres, sorry, ich bin hinterher im Chat, deswegen mit Verspätung. Die Zelda-Spiele auf dem GameCube sind da ein gutes Beispiel. Wind Waker sah im Remastered halt echt noch nach aktuellem Cel-Shading aus, während Twilight Princess sein Alter deutlich anzusehen war. Ja, ich finde das grundsätzlich auch. Ich habe mir das bei Borderlands 2 für den PC gedacht. Für die Switch gedacht. Ach ja, genau, da wollte ich es hinstellen. Ich habe mir das da auch gedacht. Ich mochte den Grafikstil jetzt noch nie, das Design von Borderlands. Ich fand das noch nie ein schönes Spiel vom Design her. Aber so grafisch sieht das einfach immer noch voll okay aus. Obwohl es echt schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Mit so einem bisschen abstrakten Comic-Stil kann man einfach wirklich viel zeitlosere Spiele auf jeden Fall machen. Optisch. Und ist auch noch viel billiger, als zu versuchen, so eine fotorealistische Grafik zu machen. Habe ich gehört. Gerade Cell Shading ist scheinbar super, super billig auch gewesen damals. Wobei ich glaube mal gelesen zu haben, aber keine Ahnung, ob das stimmt, dass Borderlands eigentlich gar nicht Cell Shading ist, weil Cell Shading ist was sehr Spezielles und Borderlands benutzt andere Mechaniken, um so den Look zu erschaffen, den man früher als Cell Shading kannte oder irgendwie so. Keine Ahnung. Moment mal, schaut jetzt hier das weiße Ding durch. Ja, tut's. Stört aber gar nicht.
Na, ein bisschen stört schon. Ich test mal, ob das jetzt hinhaut. Nee, die Wand nimmt er da jetzt. Damit habe ich nicht gerechnet. Naja, okay. Ich lasse das jetzt mal. So, wo waren wir stehen geblieben? Unnötige, überdramatisierte und irre langgezogene Laufwege, aber wenigstens wird es einen Mega-Soundtrack haben. Meinst du jetzt das Kojima vom Fallout? Ich teile die Kritik überhaupt nicht an Death Stranding. Ich finde nämlich, die Laufwege sind genau das zentrale Spielelement, das das Spiel so genial macht. Mir sind eigentlich, ich meine, der Soundtrack ist super, aber gerade diese ganzen Cutscenes mit den Schauspielern sind mir jetzt wieder ziemlich wurscht. Ich meine, die sind super. Also, Mads Mikkelsen ist total super in dem Spiel, wirklich. Finde ich cool. Aber ich fände das Spiel immer noch genauso genial, wenn das alles nicht drin wäre, weil einfach dieses Gameplay, dieses Latschen, dieses Gehen so genial ist. So genial gemacht ist. So, ich glaube, wahrscheinlich auch wegweisend ist. Dieses Spielgefühl einfach, dieses Gefühl für den Charakter, das hat mich wirklich fasziniert. Deswegen kann ich das nicht... Deswegen hast du Unrecht mit deiner schnäppischen Bemerkung. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, ob ich den Türrahmen da einigermaßen schön hinkriege. In Mass Effect 3 war ein Junge die Motivation von Shepard. Ja, das stimmt. Das war dämlich, finde ich. Dass dieses Kind am Anfang da irgendwie explodiert und dann soll ich irgendwie traurig sein als Spieler deswegen. Wen interessiert dieses komische, fremde, hässliche Kind, das da explodiert? Soll es halt explodieren, mein Gott. Da sterben irgendwie Millionen von Menschen, aber Shepard fängt zu heulen an, weil irgend so ein kleines Kind, das er noch nie gesehen hat, explodiert. Weißt du eigentlich, wie viele Kinder wahrscheinlich da gestorben sind während dieses Angriffs? Ja, aber die hat er halt nicht gesehen. Oder so. Ich weiß auch nicht genau. Fand ich dämlich. Fand ich ganz furchtbar dämlich. Ja. Salerianer sind schon cool, Quarian. Es sind alle, die Spezies sind schon einfach cool. Wenn du das Haus soweit aufgebaut hast und das alte weggescrappt hast, kannst du die von dir gebauten Teile an andere snappen lassen. Das stimmt. Das könnte man machen. Aber das war nie der Plan. Ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Ich meine, mal schauen, wie das dann am Schluss wird. Vielleicht lasse ich das drunter doch stehen. Vielleicht scrappe ich es doch nicht weg. Wäre mir eigentlich am liebsten. Mal schauen. Keine Ahnung. In jedem Komplettdurchgang war Tali mein Mädchen. Ach so. Tali fand ich auch immer ziemlich cool. Die mochte ich auch gerne. Aber ich glaube, mein Love Interest in den Spielen war im ersten Teil, Dingens, die blaue, mir fällt ihr Name nicht ein, Jack im zweiten, Jack fand ich einfach schon immer cool, Jack ist cool. Und im dritten kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wer da im ersten Playthrough mein Love Interest war. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Komisch. Naja, Jack fand ich cool. Und in, was ja auch ein bisschen dazu passt, in Dragon Age Inquisition war Sarah. Sarah was never quite. Da 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 da. Die war ein bisschen nervig, Sarah, aber auch irgendwie cool. Zwiegespaltenes Verhältnis habe ich zu der.
Ich bin gespannt, wie das Haus dann von innen aussieht. Ja, aber wirklich, ich meine, wenn man dann ein paar Bilder an die Wand hängt und ein paar Möbel aufstellt, wahrscheinlich ist dann, was die Büsche zum Beispiel hier außen für die Außenseite des Hauses getan haben. Ein paar so Büsche und schon sieht es um 180% besser aus. Das darf man nicht unterschätzen. Naja, schauen wir mal. Wird schon. In Guild Wars spiele ich auch immer einen Sylvari, die Baumwesen, weil Menschen lame sind. Hab Guild Wars 2 lange nicht gespielt. Den ersten hab ich viel gespielt. Ich hab Guild Wars auch zufälligerweise super viel gespielt. Guild Wars war schon irgendwie cool, hat mir Spaß gemacht. Da habe ich sogar einen Menschen gespielt, weil ich da zufälligerweise mit eben dem Freund gespielt habe, den ich vorher erwähnt habe, der immer Menschenkrieger nimmt. Was ich so langweilig finde. Und damit wir dann gemeinsam starten können, damit wir den gleichen Startpunkt haben, habe ich dann eben auch einen Menschen gemacht. Warum nicht? War dann auch okay. Bisschen langweilig, aber mein Gott. Einen Nekromanten, Necroluni. Ich wollte eigentlich so einen alten, glatzköpfigen Kerl bauen, aber das hat der Editor nicht so wirklich hergegeben. Der sah dann eher aus wie so ein junger, glatzköpfiger Kerl. Schade. So einen alten, bleichen, grauen Nekromanten-Magier wollte ich bauen, aber das war irgendwie nicht drin. Schon schade. Tja, wie wäre es, wenn man in Fallout 5 wie in Skyrim heiraten und Kinder adoptieren könnte? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich bin aber da, das ist mir... Ich meine, ich weiß gar nicht genau, warum. Weil gerade in Fallout 4 hat ja Bethesda schon versucht, irgendwie die Begleiter ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen und die zu echten Figuren zu machen. Und ich finde Nick Valentine cool und so. Aber wenn ich es halt zum Beispiel mit Mass Effect 2 vergleiche, weil wir gerade drüber geredet haben, oder mit vielen anderen Rollenspielen, dann sind halt die Fallout-Begleiter für mich trotzdem alle so... Ja, keine Ahnung. Ich meine, wen gibt's denn im Fallout 4? Ja, Kate und Nick Valentine. Nick Valentine ist wahrscheinlich schon der, an den man sich am ehesten erinnert und so. Aber Strong ist auch so langweilig, finde ich. Strong ist so ein 0815 Bethesda-Supermutant. Der hat irgendwie nichts Interessantes an sich. Ja, der hat ein Shakespeare-Stück wörtlich genommen. Haha, das ist im Grunde seine ganze Motivation und seine ganze Figur. Er war zu doof, eine Metapher zu verstehen. Ja, toll, okay. Weiß auch nicht. Bin ich nicht so begeistert einfach. Bin einfach alt und zynisch geworden. Ich habe einfach schon alles gesehen und nichts kann mich mehr begeistern. Und wenn es nur so mittelmäßig ist, schon gleich zweimal nicht. Das ist jetzt echt ungünstig. Ich sehe das Teil halt überhaupt nicht jetzt irgendwie... Warte mal, aber ich könnte es dann einfach mal an der Wand orientieren. So. Perfekt. Naja. Wo ist denn da Bewegungsstempi hin? Da ist er. Mal mit Bewegungsstempi. Ich brauche dich. Ach Gott, oh Gott, Leute. Also, ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir nicht ganz Sanctuary restaurieren werden. Dieses eine Haus ist echt schon Baustelle genug hier. Mal schauen.
Aber ich sollte nicht immer so viel im Vorfeld ankündigen und versprechen oder so, weil ich rede immer viel, wenn der Tag lang ist und dann kommt erstens alles anders und zweitens, als man denkt. Ups. Oh nein, jetzt kann ich den Stempel nicht mehr nehmen. Der ist jetzt da. Ah, doch, jetzt habe ich ihn. Puh, ich dachte schon, das kriege ich nicht mehr hin. Tja. Dann müsste Bethesda sich eine neue Motivation ausdenken für den Protagonisten. Ja, das stimmt. Wenn man plötzlich heiraten und Kinder kriegen kann, welches Familienmitglied sollen dann entführt werden am Anfang oder gerettet werden müssen? Ich meine, theoretisch haben die ja noch viel Spielraum. Muss man halt beim nächsten Mal seinen Neffen dritten Grades retten oder sowas. Warum nicht? Es wird eine Vorlaufserie geben. Da muss ich einfach mal vorbeikommen und hier reinschreiben. Ja, wird es wahrscheinlich zumindest wirklich. Es besteht immer noch die Gefahr, dass irgendwann mal nach 2, 3 Jahren plötzlich die Meldung kommt, so, naja, irgendwie ist es doch nichts geworden, wir haben aufgegeben. Das weiß man immer nicht. Aber zumindest haben sie schon mal offiziell verkündet, das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, zumindest wollen sie gerne, dass es wirklich eine geben wird. Wahrscheinlich ist es auch so, aber besteht immer die Gefahr, dass sowas noch gecancelt wird. Das ist ein Mii, genau. Das ist mein Mii, den ich schon seit Wii-Zeiten benutze im Grunde. Mit leichten Variationen ab und zu. Hauptsächlich Bart und Frisur ab und zu mal anpassen. Genau. Guten Appetit, Mr. Hawkeye. Wie viele Nachrichten haben wir denn noch? Ich muss jetzt echt, weil ich will schnell die ganzen durchlesen. Jetzt warte mal ganz kurz. Also VR, steht das noch? Ich komme ja nicht mehr raus. Steht das noch in so Mediamarkt und Saturn und wie die ganzen Elektroläden heißen? Da stand doch eine Zeit lang jedes VR-Gerät ever mal zum Testen. Da könnte man das zumindest mal testen. Ja, Resident Evil 7 ist wirklich, hat für mich auch gut funktioniert. Ist halt auch wirklich so ein vollwertiges VR-Spiel. Ich habe von Anfang an auch das Problem mit VR-Spielen gehabt, dass die entweder halt nur so Experimente sind, mehr oder weniger, oder nicht besonders gut eigentlich. Ich meine, VR ist super faszinierend. Der größte Scheiß ist in VR toll. Aber im Endeffekt, ja, genau. Hallo, Schinken. Eine Giraffe, was die kostet, bestimmt ein paar tausend, oder? Wenn so ein Zoo jetzt eine Giraffe kauft, ich google mal, Giraffe kosten. XXL Gartenskulptur. Holy shit. Wenn schon eine Gartenskulptur 13.000 Euro kostet von einer Giraffe in Lebensgröße. Wie viel kostet dann erst eine echte Giraffe? 3.000. Ach ja. Das geht ja. Ich glaube, man kann irgendwie keine echten... Eine abgeschossene Giraffe. Um Gottes Willen, wer will denn sowas? Kostet 1.500. Was ist denn das für ein abgefuckter Scheiß? Warum verkauft da jemand eine abgeschossene Giraffe für 1.500 Euro? Kann man den Kerl vielleicht für 1.500 Jahre einsperren, dafür, dass der eine Giraffe erschossen hat? Das wäre mir lieber. Naja. So.
Ja, manchmal muss man sich die Zeit nehmen, um, wie du schreibst, die wichtigen Fragen des Lebens zu klären. Müssten ja auch bald ein paar Infos zum neuen Dragon Age kommen. Ja, das wäre schon... Aber ehrlich gesagt, ich bin skeptisch und habe keinerlei Hoffnung mehr, dass da nochmal irgendwas Gutes kommt. Leider. Aber ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren. Aber nach Andromeda... Und vor allem, das muss man halt auch sagen, es ist ja nicht nur so, dass da einmal ein Spiel so ein bisschen Griff ins Klo war und mein Gott, kann passieren, sondern eigentlich sind halt während der Entwicklung von Andromeda so gut wie alle Verantwortlichen von Mass Effect und Dragon Age gegangen. Die haben das sinkende Schiff quasi verlassen, die haben gesagt, nö, ohne uns, und dementsprechend ist auch dann das Endprodukt geworden. Die haben das schon kommen sehen und jetzt ist halt keiner mehr übrig vom Originalteam. Und ob da jetzt quasi in dem übrigen Team noch Leute sind, die das Erbe fortführen können, sah bis jetzt nicht so aus. Aber man kann ja mal noch hoffen. Hoffentlich. Hoffentlich kann man noch hoffen. Man wird doch wohl hoffentlich noch hoffen dürfen. Hoffen wir mal, dass man das noch darf. Todesstrafe auf Hoffnung. Steht dann morgen in der Zeitung. Gut, dass ich keine Zeitung lese. So. Passt. Bam. Ach, naja. Bei Star Trek Online wollte ich einen Charakter machen, der aussieht wie ich, aber irgendwie sehen die da mit Glatze alle doof aus. In Star Trek Online finde ich es irgendwie echt eine nette Idee, dass man nicht nur quasi die bekannten Star Trek Spezies alle nehmen kann, sondern dass man sich auch selber komplett einen eigenen Charakter zusammenbauen kann. Also eine ganz neue Alien-Spezies quasi. Mit einem echt abgedrehten Editor, der einem viel erlaubt. Da habe ich einmal damit rumexperimentiert. Mein Ergebnis sah furchtbar aus, aber interessant. Ich habe ein bisschen die Extremen ausgereizt von dem Editor. Das war eigentlich auch mein Hauptziel. Ich wollte nur sehen, was geht. Und es geht einiges. War ich positiv überrascht. Fand ich lustig. Aber sonst sehr viel weiter als das Tutorial habe ich dann auch nicht gespielt, leider. Strong hätte man echt mehr machen können. Schade, aber das muss ja den obligatorischen Supermutantenbegleiter geben. Ja, ich meine, aber wenn ich den halt vergleiche mit anderen Supermutanten aus dem Fallout-Universum, dann ist Strong schon ziemlich schwach. Haha, Strong is weak. Also von der Story her, von der Person her. Ich meine, Marcus ist halt einfach echt irgendwie viel interessanter, weil er halt einfach ein richtiger Charakter ist mit Ansichten und Meinungen und Dialogen, die diese widerspiegeln. Und weil er nicht so doof ist. Nein, ich krieg den Stempel dann nicht mehr raus. Ah, das hasse ich jetzt. Aber dann muss der wohl drin bleiben und später versteckt werden. Der Türrahmen ist total. Den müssen wir nochmal neu platzieren. Und, aber mein Lieblings-Supermutant ist wirklich immer noch von allen auf jeden Fall. God und Dog. God, Dog, wie auch immer, ist schon der coolste Supermutantenbegleiter. Einer der coolsten Begleiter im Fallout-Universum überhaupt. Leider ist der nur so ein Kurzbegleiter, aber trotzdem. Aber auch, wie heißt sie denn? Lily. Aber auch Lily ist so ein super Supermutant. Damn, ist die gut. Die ist interessant, die ist cool, die ist sympathisch, die mag man, man kann über sie lachen. Aber man kann auch mit ihr lachen. Perfekt. Lily ist super. Oh Gott, ey. Dieses Haus wird furchtbar.
Ah. Tja, so ist das. Schade, dass man Fall of Fear nicht zusammenspielen kann. Bau mal an einem dichten Baum ein Baumhaus. Ja, das könnte man auch machen. Man könnte so viel machen. Tja. Bei Ubisoft stirbt in jedem Spiel ein Familienmitglied. Muss ich mal drauf achten. Aber stirbt nicht in fast jedem Film oder Spiel, der irgendwie ein bisschen dramatisch sein will, immer irgendwie ein Familienmitglied oder so? Immer, überall? Muss mal darauf achten, selbst in ihren Rennspielen stirbt am Anfang erstmal ein Familienmitglied. Was? In The Crew 1 will man nach dem Tutorial den Mörder seines Bruders erwischen. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Was? Nee, ich habe einfach nur auf Google nach Giraffen gegoogelt. Das alles. Bis zu 70 Kilogramm Grünzeug schaufeln. Ein ausgewachsenes Tier. Ach so, schaufelt ein ausgewachsenes Tier. Ja, gut. Muss man halt schauen, wo man das herkriegt. Braucht man produktive Wiesen oder so. So, jetzt bin ich wieder up to date. Endlich. Hui! Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier die Decke noch schön. Und dann werde ich mal anfangen, den ersten Raum hier. Was ist denn hier eigentlich passiert? Habe ich hier eigentlich. War ich hier irgendwie besoffen, als ich hier die Fenster platziert habe? Auf jeden Fall machen wir jetzt den Hauptraum, das Wohnzimmer quasi als erstes. Neuer Boden, neues Dach, und dann kann es losgehen. So, und das platzieren wir doch mal neu. Wie heißt die Mod, die deine Bäume immer grün machen? Da gibt es auch mehrere. Da gibt es Simple Green und Project Overgrowth heißt der andere, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Project Overgrowth macht mehr grün. Ich glaube, Simple Green macht wirklich nur grüne Wiesen und ein bisschen Grünzeug so. Und ich glaube, Project Overgrowth macht wirklich alles grün und saftig. So, besser. Cool. Okay. Leider. Ah ja, genau. Wenn wir jetzt hier noch das da reinstopfen können, ist hier die Wand erstmal einigermaßen abgeschlossen. Tatatata. Jetzt müssen wir uns eine Decke aussuchen. Da müssen wir jetzt mal schauen, wo wir schöne Decken herkriegen. Roofs. The roof is on fire. Das sind keine schönen Roofs. Gibt es die Roofs auch in besser? Die Holzroofs kann man im Grunde alle vergessen, ne? Ich schau mal, ob da vielleicht ein paar
Gemoddete dabei sind. Ja, im Grunde schon, ne? Von allen Fraktionen quasi. Aber es sind halt da so gespannte Laken und so. Und ne. Ian Flor vielleicht, ja genau. Aber passt jetzt auch hier nicht wirklich. Schauen wir mal kurz. Wartet mal. Hier. Genau. Ich glaube fast, das sind wahrscheinlich die besten Dächer, die wir finden. Also die intaktesten. Die am wenigsten kaputt, vorlautmäßig aussehen und trotzdem nicht irgendwie, ne, so, ja. Das wird halt ein niedriger Raum jetzt, wenn ich das so machen will, wie ich es eigentlich gern machen würde. Der wird schon sehr niedrig dann. Ha. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal. Lass mich mal den Stempel wieder suchen. Gibt's eigentlich noch Barry den Barbaren? Also die Safe Games gibt's theoretisch alle noch. Die existieren noch. Die sind nicht gelöscht oder so. Die sind noch da. Man sollte meinen, dass man die alten Häuser als Kompletthaus, als Komplettbausatz in der PS4-Version einbauen könnte. Dass sie schließlich, ja, das stimmt. Es gibt auch Mods, die die Häuser restaurieren quasi, die Sanctuary auf Vorkriegszustand setzen. Aber das wollte ich nicht. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich wollte das ja eben absichtlich bauen. Hä? Warum haben denn die Böden eigentlich so einen hässlichen Mittelstreifen, der das irgendwie ein bisschen... Dann, also die Textur sieht ganz komisch aus von den Dingern. Guckt euch das mal an, hier. Nicht nur, dass dieser Mittelstreifen echt komisch ist, sondern links und rechts sind die Fliesen auch total versetzt irgendwie. Das ist ja weird. Vielleicht machen wir ihnen einen ganz anderen Boden. Belassen wir es mal bei der Decke bei den Dingern. Okay, ich glaube, ich muss es anders machen. Hä? Oh oh, ich krieg das nicht mehr raus. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ich habe das jetzt angeklickt und es blieb einfach am Boden liegen und plötzlich, plump, ist es quasi in meine Hand geglitscht, ohne dass ich was gemacht habe nochmal. Das war weird, aber gut. Ich werde jetzt mal, es wird schon sehr niedrig, ich werde trotzdem mal versuchen, das einigermaßen... Versuchen wir mal. Dann wird es halt ein bisschen niedrig hier drin. Vielleicht fällt es gar nicht auf, wenn es soweit ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob man hier vielleicht snappen kann. Snap! Das wäre gut. Ja, irgendwie snappt es schon, aber nicht da, wo ich es gern hätte, sondern da oben irgendwo. Natürlich, of course. Macht da auch viel mehr Sinn. Ach, dieser Editor. So, Konzentration. Ich krieg's nicht hin. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, das passt. Ja, das passt sehr gut. Die Naht habe ich gut hinbekommen.
Schön gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht, ich. Gut gemacht. So. So. Puh. Was ist das für Musik? Das ist einfach irgendwie so lizenzfreie Musik aus der YouTube-Audio-Bibliothek, die ich einfach nebenbei laufen lasse. Da wird ein bisschen was nebenbei läuft. Zufälliges Zeugs. Genau. Das ist alles. Nimm doch welche von den Vault-Bodenbelägen. Für den Boden dann, vielleicht. Wollen wir eine ewig existierende Diskussion starten? Ich esse gerade Ananas auf Pizza. Und sonst esse ich nie Ananas. Ach so. Ah. Naja. Warum nicht? Ich mag Ananas auf Pizza. Ich habe schon ewig nicht mehr gegessen. Als Kind habe ich irgendwie ständig Ananas-Pizza gegessen. Pizza Hawaii. Ich kann mich noch erinnern, ich fand bei Pizza Hawaii eigentlich immer am besten, wenn die Pizza dann schon ein paar Stunden alt ist, wenn es die mittags gab und es ist noch ein Stück abends übrig und die Ananas hat so die ganze Pizza eingesuppt quasi so ein bisschen. Das fand ich dann richtig lecker früher. Weiß nicht, ob das heute noch so wäre, aber als Kind war das für mich das Geilste. In Ananassaft eingesuppte Pizza quasi. Eingesuppte Pizza. Wo ist mein Stempel? Mein Cheat-Stempel. Hier ist mein Cheat-Stempel. Frischkäse mit Ananasstückchen. Ja, das ist auch ziemlich lecker. Das stimmt. Finde ich auch. Den mag ich auch gerne. So Aufstrich. So, da gibt es so einen mit so Mandel-Ananas. Das ist irgendwie echt lecker. Mist. Den Boden habe ich gerade irgendwie blöd genommen. Mit dem. So kann ich nicht arbeiten. So kann ich schon gleich gar nicht arbeiten. Okay, gut. Schauen wir mal. Ich hoffe, so geht's. Ich glaube, die Räume werden ein bisschen zu niedrig mit den Decken hier, aber mal schauen. What? Was passiert? Warum? Warum? Komische Decke. Warum bist du so? Okay. Okay, schauen wir mal. Das wird schon. Das ist eine blöde Fummelei hier, aber wir kriegen das hin. Ich nehme mal noch ein paar kleine Teile zum Lochstopfen nachher, wer weiß.
Ich hasse das so, dass das so glitscht mit diesem Mod. Es hat halt, man muss halt einfach immer auf der PS4 schreckliche Konsequenzen für seine Mods in Kauf nehmen. Grausame, schreckliche Konsequenzen. Weiß ich nicht, ob nicht ein Boden, der so ein Boden zu groß ist, aber wir versuchen es mal. Mal schauen. Hallo Simon, ja genau, die Let's Builds, die ja eigentlich gerade auf dem YouTube-Kanal laufen, weil letzte Woche kam alles durcheinander, deswegen sind die ausgefallen und diese Woche waren die eben jetzt auch noch nicht online, deswegen machen wir jetzt einen Stream, in dem wir quasi die Folgen nachholen, mehr oder weniger. Hat man ein bisschen mehr Zeit und schafft ein bisschen mehr, als immer nur in diesen stundenlangen Folgen. So. Schauen wir mal. Okay. Ups. Okay. Ich hoffe, dass wenn wir Glück haben, passen die schmalen Teile da genau hin. Aber ich glaube, die sind ein bisschen zu schmal. Die Breiten sind aber zu breit. Das heißt, es wird wieder alles furchtbar hässlich. Aber mein Gott, so ist das eben. Ach, nee. Ach, das wird wieder was hier. Naja, schauen wir mal. Wenn ich jetzt so einen zweiten nochmal daneben reinquetsche, mal schauen, wie es dann aussieht. Hä? Spinnt schon wieder. Warum? Warum ist das so? Warum spinnt er denn jetzt so? Komm schon, danke. Okay, gut. Ja, ja, klar. Das ist auf der PS4. PC kaputt. Ich habe nur PS4. Interessant für mich der Stream. Okay. Genau, ich habe, glaube ich, die PC-Version haben wir einmal, glaube ich, in einem, war das in einem Stream? Ich bin mir nicht sicher. Einmal haben wir die PC-Version auch mal gespielt, weil ich da irgendwie das Spiel so krass gemoddet habe, dass es nur noch albern und bescheuert war. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber ansonsten sind alle meine Videos und alle Streams immer PS4. So. Jetzt schaue ich mir nochmal rein. Ja. Wunderschön. Absolut wunderschön ist alles hier. Boden! Hey, das wird jetzt echt blöd. Wenn wir jetzt noch einen Boden reinbauen, dann können wir uns da drin wahrscheinlich nicht mehr bewegen, weil es so eng wird. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich bin der Simon, aha. Ach so, Simone, habe ich Simon gesagt.
Sorry. Könntest du vielleicht die Modliste veröffentlichen? Dachte, du spielst überwiegend auf dem PC. Nee, eigentlich gar nicht. Ich spiele eigentlich hauptsächlich auf der Switch zurzeit. Und ansonsten... Also aktuell würde ich sagen, halten sich PS4 und PC die Waage. Bisschen, was so das angeht. Aber das meiste spiele ich eigentlich auf der Switch aktuell. Und davor war ich eigentlich auch hauptsächlich auf der PS4. Bin schon immer eher konsolenlastig gewesen. Auch wenn ich... eigentlich immer einen PC habe, der auch alles spielen kann. PC benutze ich hauptsächlich für die interessanten Indie-Spiele. Eigentlich. Ansonsten, wenn ich die Wahl habe, mir Konsole immer lieber. Und wie bekommst du das gemoddet? Es gibt auch für die Konsolen-Mods für Fallout 4. Für die PS4 leider... nur relativ begrenzt. Für die Xbox kann man wirklich ziemlich frei modden. Da funktionieren eigentlich so ziemlich alle PC-Mods auch mehr oder weniger. Also es gibt Adaptionen davon. Auf der PS4 ist es leider sehr limitiert. Da muss sehr viel rumgetrickst werden. Deswegen brauche ich auch diesen komischen Stempel hier, damit der Place Anywhere-Mod funktioniert und so Geschichten. Aber ja, genau. Grundsätzlich geht das. Ach so, genau, wartet mal. Die Modliste kann ich nämlich hier auch machen. Machen wir einfach mal hier die Mods an. Ah, außer wenn ich mich jetzt einloggen muss, weil ich habe keine Ahnung, wie meine Daten sind. Habe mich da schon ewig nicht mehr eingeloggt, weil ich das Passwort nicht weiß und zu faul bin, das zurückzusetzen. Aber wir können es ja versuchen. Schau mal auf meinem Kanal, es gibt einige Videos, ja genau, nee, dann lassen wir es. Es gibt einige Videos, in denen ich viele von den Mods für die PS4, die ich benutze, vorstelle.